jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein Mann zu uns, der Ihnen in den nächsten Wochen häufiger im Fernsehen begegnen wird. Denn er fährt für die ARD zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Brasilien. Mitten in Rio auf einer wunderschönen Terrasse wird er sitzen und sich die Sonne auf den faulen Pelz brennen lassen. Begrüßen Sie bitte Matthias Oppenhövel. Finale! Oh! So, du fährst nach Brasilien. So sieht das mal aus. Haben wir das richtig beschrieben? In Rio auf einer Terrasse? Bis auf den Pelzbrennen war das alles relativ korrekt, ja. Weil da scheint auch öfter mal die Sonne. Ja. Ja. Nein! Ja, da, ich will auf jeden Fall Zucken gucken. Zucken gucken, ja. Klar. Sehr gut. Ja. Da stehst du da jeden Tag auf der Terrasse? Und jeden zweiten. Jeden zweiten. Also es ist die identische, genau, wir wechseln uns mit dem ZDF ab. Also an einem Abend steht dann der Kollege Olli Welke mit Olli Kahn. Und am anderen, der gleichen Terrasse? Auf der gleichen Terrasse, okay. Ja. Und am anderen Tag dann Mehmet und ich. Okay. Wir wechseln uns ab, wir haben ein Zimmer zu dritt. Ja. Also das sind alles die Kollegen von früher. Und wer nur Olli Kahn wohnt separat. Okay, ach nein. Ja. Okay. Und wer steht dann auf Usedom, während ihr da... die Plattform ist, glaube ich, sogar noch da. Die Plattform, die ZDF-Plattform auf ja, das ist ja, das ist ja, glaube ich, wirklich gegossen worden mit Beton und so. Das kann man jetzt als Hubschrauberlandeplatz oder so kann man das benutzen. Olli Kahn war sich zu fein mit euch in ein Hotel? Nee, ich glaube, das hat auch wirklich logistische Gründe, muss man echt sagen, weil das an der Copacabana wird es da schon voll sein. Ist eh, glaube ich, relativ frequentiert. Und gerade vor Olli Kahn war kein Platz. Mhm. Er hat sich dann was anderes ausgesucht. Auch schön. Aber okay. Wir sind ja in erster Linie da, um zu arbeiten. Dein Gesprächspartner ist aber in der Regel Mehmet Scholl, oder? Mehmet Scholl, die ganze Zeit, ja. Ich höre gerade, wir sind verbunden mit Mehmet Scholl. Hallo Mehmet! Mehmet, kannst du uns hören? Ah, okay, das Mehmet ist schon zu sehen. Hallo Mehmet! Hallo. Du bist direkt da an der Copacabana. Wie ist Wetter? Schön. Kannst du mal kurz winken für unsere Zuschauer? Nee, kann ich nicht. Muss ja mit den beiden Händen das iPad halten. Schön, viel Spaß mit dem Opti. Ah ja, okay. Ist die Hackfresse gerade bei dir? Ja. Dann sag ihm schöne Grüße. Ja, mach schöne Grüße. Ja, danke. So, vielen Dank, ja. Mehmet Scholl. Ja, bitte. Ja. So. Ja. Macht ihr auch solche... Solche Schalten dann innerhalb oder macht es nur das ZDF? Also da Mehmet ungefähr 2 Meter neben mir stehen wird, glaube ich nicht, dass ich ihn schalten muss. Nein, aber ihr schaltet doch zu den Spielen. Ihr fährt ja nicht zu jedem Spiel. Die richtig. Deutsche Nationalmannschaft spielt ja in Salvador und in Recife. Fortaleza. Und in, genau. Da schalten wir dann natürlich hin, weil das Spiel wollen wir natürlich auch sehen. Und dementsprechend steht da dann auch Gerhard Delling, der ist dann im Stadion und dann schalten wir natürlich hin. Vielleicht sogar ohne iPad. Mal sehen, was geiler ist. Mal gucken, ja. Ja. Wir schauen uns mal die, die Spiele an, die die Nationalmannschaft zu spielen hat. Der erste Spieltag, das ist der Donnerstag für die Deutschen? Das ist ein Montag. Ein Montag. Montag, der 16.06. Das ist unser erstes Spiel, das übertragen wir von der ARD. Auch das zweite Spiel übertragen wir von der ARD. Und USA, Deutschland, wenn vielleicht sogar dann in dieser Gruppe schon alles eingetütet ist, sind dann die Kollegen vom ZDF dran. Aber ja, das geht dann wieder völlig weiter, wenn wir in die K.O.-Spiele kommen. Ich finde ja gleich, das erste Spiel ist das definitiv das Schwierigste. Also das gegen Portugal, wenn dann der Geölte auf einmal nach 20 Minuten da zweimal reinnetzt, dann... Hab ich heute nackt gesehen. Also halbnackt steht er hinter seiner Freundin auf dem Vogue-Cover von irgendwas. Was guckst du dir an? Das habe ich nicht auf... Das hast du früher immer nur heimlich gemacht. Und jetzt ich habe das ja nicht auf dem Vogue-Cover gesehen, sondern ich habe in einer anderen Zeitschrift das Vogue-Cover gesehen. Okay. Wo er... War das, weiß ich, ob das seine Freundin war. Er steht jedenfalls das weiß nackt er, glaub ich, auch nicht. Dahinter. Ja. Und ich kann wirklich nur sagen, ekelhaft. Ja. Man möchte nicht Mertesacker sein. Ja. Aber ja, trotzdem ist es ein guter Kicker und das wird schon nicht einfach gegen Portugal. Also du, dein Tipp ist, wir verlieren gegen Portugal. Nein, wir spielen ein 2:1, aber ein sehr erkämpftes 2:1. Gegen Portugal haben wir bisher immer gewonnen bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Ja gut, einmal haben wir 0:3 verloren, aber da waren wir eh schon ausgeschieden. Ja. Zuletzt haben wir immer gut ausgesehen und ich hoffe auch, aber das wird das schwerste Spiel.
Okay, aber Ghana, ich meine, da ist der andere Boateng, ist da im Kader, der hat gesagt, die Deutschen sind eh Pfeifen. Ja, ich hoffe, er versteht das Glashausprinzip. Ja. Ja. nein, er ist, das ist ein guter Spieler, der natürlich auch immer sehr gerne auf die Kacke haut, aber man muss ja auch erstmal gucken, ob der überhaupt fit ist, weil Kevin Prinz Boateng hat die ganze Saison mehr oder weniger auf einem halben Knie absolviert und das wird in Brasilien dann alles noch ein bisschen anstrengender. Also vor Ghana mache ich mir jetzt nicht so extreme Sorgen. Ich glaube aber, dass die USA sehr stark sein wird. Wegen Cleansy? Ja, weil die einfach dermaßen motiviert sind. Die haben Jürgen Klinsmann und dann noch als Berater Berti Vogts. Ja. Ja? Das heißt, die haben einen Weltmeister und Europameister und Europameister als Trainer. Ja. Ja? Das wird sehr gefährlich. Ich glaube, die beiden sind bis unter die Haarspitzen motiviert und freuen sich, glaube ich, unglaublich, wenn sie dem DFB eins auswischen können. Und weißt du was? Es wird trotzdem nichts nutzen. Nein, so. Glaube ich nicht. Nein, gegen USA. Das werden wir A, nicht verlieren. Nur weil du dann nach der Vorrunde schon wieder abreisen musst. Nein, abreisen müssten nur die, nee, die bei der Nationalmannschaft sind. Nee, ich bin bis zum Endspiel da. 13.07. ist in Rio im Maracana, ja. Da werden dann Mehmet und ich das erste Spiel auch in meinem Stadion sehen. Ist auch schön. Warst du schon mal in Bahia, in Campo Bahia, da wo das Camp ist? Nee. Das soll ja angeblich noch nicht so richtig fertig sein, damals oder? War noch kein Floß da. Ja. Nee, ja, also, die müssen da immer einen Fluss überqueren, ne? Mit so einer alten, klapprigen Fähre, um überhaupt dahin zu kommen. Ist so. Wer hat sich das denn ausgedacht? Man hat da ein sehr schönes Fleckchen Land gesehen. Ja. Man hat gesagt, hier können wir doch ein Ferienresort hinmachen. Also nochmal, das ist natürlich jetzt nicht extra für die deutsche Fußballnationalmannschaft errichtet worden, sondern es wurde vorher schon. Da zieht nachher Olli Kahn ein, ich weiß. Dann hat er auch ein größeres Zimmer. Ja. Nein, aber das ist logistisch ist das gar nicht so doof. Ja, also man ist sehr, sehr schnell am Flughafen. Man ist klimatisch ungefähr dort, wo man die drei Vorrundenspiele hat. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ambitioniert gewesen, um nicht zu sagen, vielleicht etwas leichtsinnig, weil in Brasilien ticken auch die Arbeiteruhren ein bisschen anders. Also mal gucken, ob jeder eine Klospülung funktionierenderweise hat auf dem Zimmer. Ja? Naja. Das weiß man. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, dort. Guck mal rein. Ja. Bestell schöne Grüße an Mehmet Scholl und falls du Oliver Kahn siehst. Ne? Der Olli. Wir können ja auch mal zu euch schalten dann. Einfach per iPad vielleicht. Sehr gerne. Ja. Ne? Ja. So senderübergreifend, dass wir sagen, ach, der Mehmet ist ja immer noch da. Ja, so. Ich wünsche viel Erfolg. Also in zwei Wochen geht's los. Ja, ich fliege am 4. schon rüber, weil wir haben dann bald schon unsere erste Sendung und dann beginnen wir am zweiten Spieltag. Toll, toll, toll. Ich sage, wir werden Weltmeister. Ich auch. Ja, sind wir uns ja einig. Ja. So. Ruf mal Yogi an und sag's ihm. Ich habe die Nummer nicht. Hast du die Nummer von Yogi? Gebe ich dir gleich. Okay, vielen Dank. Ich freue mich auf ein wunderschönes Gespräch. Morgen zeige ich dann, wie ich per iPad mit Yogi gechattet habe. Great.